Hab schon Besseres gesehen. Ich hab ein Besseres gesehen. Was? Was ist denn das? Wenn es bei den Kaja ist? Ach gut, ja, Mai. Das ist ja jetzt nicht weit. Ich verstehe immer noch nicht, wie man Stufe 30 sein kann, wenn man nach meinem Medien kommt. Jetzt mal ohne Witz. Hier wäre noch ein, glaube noch ein Banditendorf, was wir noch machen könnten. Das ist jetzt aber auch ohne Witz. Ist das das letzte Dorf, was ich hier sehe? Was ich noch nicht erkundet hatte, wo mir noch diese Quests fehlen, so. Dann machen wir noch die eine andere Quest da, so. Und hier so ein bisschen das. Aber das ist alles teilweise schon wieder in Meridian. Ohne Witz, ich check nicht, wie man mit Stufe 30 erst in Meridian ankommen kann. Wenn da Stufe 18er, 15er Quests sind. Bin irgendwie blöd. Oder einfach so dumm. Obwohl, es kommt auf Selby hinaus. Ich hab das schon viermal gesehen. Ich meine, selbst wenn du die Jagdgebiete da ständig machen würdest, ich glaube nicht, dass du da permanent so krass leveln würdest. Ich meine, ich habe jetzt durch Verderben und ein bisschen Schnickschnack, würde ich es nennen, jetzt glaube ich 4 Level gemacht. Aber auch nicht mehr. Es ist doch komisch. Irgendwas mache ich falsch, wenn ich Spiele spiele. Ich wasche sie nur durch, wahrscheinlich. Die Leute haben recht. Spiele spielen nicht richtig. Behalte ich. Oh mein Gott, lass drin. Ich meine, bei dem Spiel ist es irgendwie scheißegal, weil wir kriegen die Quest oder so immer angezeigt. Und ich bin schon wieder hier im Eimer. Es ist halt nur doof, dass wir halt den Donnerkiefer aktuell noch nicht kriegen, weil unsere Waffen uns so schlecht sind. Und vielleicht das Level ein bisschen zu down, aber sonst... Es ist es ja, eigentlich orientiert man sich ja so nach dem Level der Hauptquest. So, wenn du da in dem Levelbereich drin bist, ist ja eigentlich gut da. Und im Reading komme ich halt mit. Und ohne Witz, es ist ja schon sehr nützlich. Gefühl, also quasi schon der dritte Spielstand, den ich spiele. Ich bin schon in zwei Spielstätten bis nach Meridian gekommen. Und ich war in diesen zwei Spielstätten, oh Gott, immer mit so Stufe 18. Glaube ich. War das immer so ungefähr. So Stufe 18 ungefähr war ich schon in Meridian. Und die Quests dort sind für Stufe 15, 16, 17, 18 und plus. Anscheinend mussten Lubavards Männer ihre Waren zurücklassen. Wundert mich dann aber halt immer, wie man da mit Stufe 30 erst im Meridian sein kann. Männer müssen diese Wächter erledigt haben. Da muss man ja echt viel irgendwie gefarmt haben oder so. Weil selbst wenn ich jetzt hier die ganzen Quests mache und so, komme ich jetzt zwar dann auch auf Stufe über 30, aber ich habe ja auch schon einige Quests im Meridian gemacht. So ist ja nicht. Aber es ist merkwürdig. Lubavard hat mich geschickt. Oh, verstehe. Und hat er dir zufällig gesagt, warum er uns eine Kiste Reinholz statt vernünftiger Munition eingepackt hat? 3 Wellen von Wächtern und Plünderern bisher. Und das war's noch nicht. Wir brauchen dringend diese Munition. Lubavard hat nichts über Reinholz gesagt. Er sagt, ihr habt die Munition vergessen. Dann hat der Alte wohl was mit den Augen. Ich habe jede von den Kisten zweimal überprüft. Es stand Munition drauf. Aber als wir sie öffneten, waren Reinholzzweige darin und sonst nichts. Lubavard hat mich geschickt, weil er sich Sorgen um euch macht. Lubavard macht sich höchstens Sorgen um seine Investition. Wir machen die Arbeit, er macht den Profit. Ich habe die Munition dabei. Genug für uns alle. Bei der Sonne. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Alarm! Langbeingesichtet! Chicken McNuggets. An die Waffen! An die Waffen!
Das war's mit meinem leisen Auftritt. Bubi-bu. Vorsicht, Langbein! Ei! Autsch. Autsch. Verrissen! Verrissen! Ach, komm ran! Ich habe aber... Warte mal. Habe ich Schockpfeile? Ich habe ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was man eigentlich mit hat. Nee, das war, glaube ich, das Einzige, was ich halt nicht habe. Können wir den fesseln? Ich will mal gucken, ob ich Chicken Wing dann ganz fesseln kann. Ha. Ha, ich nehme mal das raus. Das war daneben. Für diese Waffe habe ich keine Munition. Gotcha. Mehr Maschinen! Wo? Easy. Komm rein. Ach komm. Miese Katze, du. Ach, Manu. Dein Ernst? Jetzt, wo ich ihn down hatte? Ach, come on. Oh, hier liegt da was Schönes. Gesundheit. So, plündern wir den kurz? Wir plündern den Plünderer. Ei! Stimmt, ich könnte mit der Schleuder auch noch schocken. Das wäre dann quasi die Schocktherapie. Wortwitz. Schlechter Wortwitz, aber Wortwitz. So, noch der. Umgehauen. Und ciao. Nope, not today, my friend. Das war verrissen. Ach, volle Granate verrissen. Ja, der steht da neben mir. Genius. Ach, come on. Was habe ich nochmal Krieger mit? Warum sind hier nochmal Leute mit Munition? Warum habe ich denen Munition mitgegeben, wenn die mir eh nicht helfen? Kann mir das einer erklären? Habe ich irgendwie was verpasst? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die sind einfach zu faul dafür. Gut, gut. Gut, gut. Nehme ich mein Holz mit. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holzi. Hier ist noch was. So, sind die jetzt happy? Ich glaube, für die habe ich schon mal so eine Quest gemacht. Das ist aber schon ewig, ewig her. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Sehr, sehr ewig. Gut. Ahoi. Du kämpfst gut, Fremde. Erstaunlich, dass Lubavat bereit war, so viel Geld für dich auszugeben. Er hat mich nicht bezahlt. Ich helfe freiwillig. Traue niemals einem Karja-Händler. Was? Die Lidkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer die Reed hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen.
Die Reed. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Warte mal. Dann mach ich. Du lernst. Habe ich beim Nachspielen vergessen, diese Quest zu machen? Wartet mal. Ich glaube, ich habe vergessen beim Nachspielen. Ich habe den Spielstand habe ich. Ja. Die Quest habe ich schon mal gemacht. Wir haben den Pörscher schon mal erledigt. Ich habe vergessen, die Quest nachzumachen. Naja, da wüsste ich, was ich ja noch machen muss. Das ist ja immer das so, wenn du Spielstände nachstellst. Irgendwas vergisst man immer. Außer man spielt 1:1 seine aufgenommenen Videos nach. Was aber auch übelst anstrengend wäre. Naja, dann machen wir das fix. Dann machen wir die Quest jetzt mal. Ich habe die, glaube ich, in meinem Leben wirklich schon 3-mal gemacht. Aber da ich ja den wirklich nachgestellt habe, den Spielstand hier. Und auch irgendwie zwischendurch dann den Überblick verloren habe, was habe ich eigentlich, was habe ich nicht. Machen wir es jetzt einfach noch. Kann auch echt gut sein, dass wir es schon haben. Wenn wir es schon haben, machen wir es nochmal. Das Witzige ist, es gibt ja auch 0 EP für die Quest. Aber wir kriegen das hin. Und es wird hoffentlich schnell gehen, weil wir haben ja jetzt schon einige Pörscher erlegt. Ich habe mich voll verlaufen. Von daher sehen wir das jetzt nicht so engstirnig. Wir können danach sagen, wir haben es gemacht. Ohne Widerworte. Ohne irgendetwas. Muss man auch mal erstmal behaupten können, dass man alles gemacht hat? Habe ich mein Ziel jetzt schon wieder aus den Augen verloren? Nö, ich bin richtig. Er ist doch hier eigentlich an dem Berg gewesen. Was ist eigentlich hier? Nix. Okay. Das erklärt auch einiges. Wo ist sie jetzt? Da. Oh, Pflanze. Komm mal her. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ach ja. Ah, Fallen, ey. Yo. Na komm. Nice. So. Decke ist nicht schwer. Wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat. Cool, wir haben sogar gleich sein Herz bekommen. Und ich habe die Quest eh schon so oft gemacht. Geil, von dem kriegen wir Echohülsen. Ui. Bin ich gerade schon wieder an ihm vorbeigelaufen? Okay, sie ziehen ab. Ja, er liegt hier so komisch. Die Karawane. Leben sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt...
die Sonne umarme. Verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Bisschen kalt, aber sonst. So, dann auch wieder zurück. Ich bin mir ist irgendwie so, als hätte ich die Quest schon 50 Mal gemacht. Dabei ist es irgendwie erst 3 oder 4 Mal gewesen. Ich glaube 3 Mal. Tja. Nehmen aber auch wirklich wieder alles mit hier. Hier lohnt sich aber auch irgendwie. Im Mödien habe ich immer noch ein bisschen Schiss, dass mich irgendwas tötet. Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Schön. Schön, schön. Du hustet einer ganz schlimm. Ab zum Lagerfeuer. Gut, da haben wir heute, glaube ich, 4 oder 5 Level geschafft. Und haben hier die Karte noch ein bisschen leerer gemacht von Aufträgen. Bisschen. Wir haben auch noch ein bisschen was gefunden. Den Stein will ich eigentlich auch mal noch entdecken. Wir wissen, was es ist. Die Ruinen muss ich eigentlich auch noch mal rein. Wir machen noch... Ach, die Karte sieht irgendwie klein aus, ne? Aber sie ist riesig. Wir haben hier auch noch nicht alles entdeckt. Und da oben waren wir auch nicht. Da kommen wir jetzt über die Hauptquest da noch hin. Aber wir machen ja eigentlich erstmal noch ein paar Nebenquests hier. Zumindest was geht. Das mit der Loge, das ist eine Langzeitquest bei mir. Da braucht ihr euch nicht irgendwie... Gedanken machen, dass ich das schnell mache und die Tutorials machen wir das nächste Mal auch mal noch ein bisschen intensiver. Stürzen wir uns erneut ins Abenteuer, würde ich sagen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte. Wie immer. Kaum geguckt, schon wieder vergessen. Nur 15er Quest wollten wir machen, genau. Nur 15er. Eine Halbsonne wird aber bisschen problematisch. Das ist wieder da ein Dingsbum. Tagturm. Ja. Gehst du dahin, wo ich gemarkt habe? Ich glaube, da wollte ich das letzte Mal hin. Hätten wir, glaube ich, einen Läufer brücken müssen. Laufe ich mir hin, Wolf. Aber das ist nur so eine Vermutung. Außerdem sind die ganz gut in der Nähe. Da bietet sich das ja an. Okay, das waren die Schläge. Ich muss die Steuerung wieder lernen. Wie immer. Alles wie immer. So viel zum Thema Sicherheit. Da war ein Wildschwein. Was ich eigentlich hätte gebrauchen können. Auch immer noch. Deinen Kopf. Weiß gar nicht mehr. Braucht auf jeden Fall einen Teil von dem. Sehe ich den hier? Mitnehmen. Ein Herz für eine Jägerin. Leise. Ganz leise. Oh Mann. Naja, ich wollte die Lohe haben. Oh, weg. Oh nö, jetzt habe ich sie wieder aufgeschreckt. Hä? Ach nee, nicht mehr die Typis. Fürchte die Nora! Nein, ich brauch den Läufer noch. Oh oh. Okay. Lauf durch mich hindurch. Ich erlege dich. Menno, ich wollte doch nur ein Reittier haben. Geht das da schon wieder los? Lass den mal flüchten. Oh nö, warum immer ich? Geh weg. Lass ihn mal flüchten, ich brauch den noch. Oh Mann, Junge. Bei mir bleib. Ich hasse dich.
Der liegt flach. Schade, ich wollte die Loa haben, aber gut. Okay, kein Reittier. Kein Reittier heute. Na, gut. Gott, dann nicht. Ja. Wir laufen. Obwohl, hier ist noch eins. Na. Ich lauf. Ist gesund. Warte mal, warte mal. Hab dich! Meine, doch ein Reittier. Manchmal ist das Spiel auch nett. So. Jetzt können wir. Aufgesattelt und bereit. Für. So gut wie alles. Außer Donnerkiefer. Auf den habe ich aktuell noch keine Lust. Den mache ich mal, wenn er mich gut leiden kann. An einem guten Tag. Dann machen wir den. Okay, schön durch die Wächterhorde. Wäre natürlich ideal. Bin mir noch nicht so... nein. Da hat mich gerade was ganz böse von der Seite angeguckt. Habe ich schon erwähnt, dass wir nicht da sind? Ah, ein Wildschwein. Ah, ein Truthahn. Und ein Säbelzahn. Autsch. Umgehauen. Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, es wird hell. Nein, 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 geht weg. Ich lasse euch in Ruhe, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Ach, hier ist Jagdgebiet, oder? Bin mir. Oh, Kühlung. Wir können. Wildkill? Habe ich den jetzt mehr getötet? Okay. Wir können leider noch keine Eispfeile herstellen, weswegen uns es absolut nichts bringt, das Kühlmittel zu holen. Auch wenn wir Eisbomben herstellen können. Das stimmt. Aber die nutze ich ja nie. Warum auch? Brauchte sie bis jetzt nie. Über Stock und Stein und nein. Ui, 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 ui. Ah, scheiße. Oh, nice. Nice, 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 nice. Yep, ich bin scharf drauf. Da. Schnell, bevor wir abtreiben. Lol, das ist honigwarm. So, Kühlsaft mitnehmen. Noch die Leiche plündern. Und weiter geht's. Komm schon. Ey, lol. Danke. Es sind zumindest noch 1900 Meter. Komm hier. Ah, schade. Nichts für uns dabei. Oh, oh. Mr. Krokodil. Und sind es auch noch zwei. Nee, ich gehe außen rum. Ich gehe außen rum. Ich möchte mich gerade nicht mit Schnappmäulern so wirklich anfreunden. Auch wenn das mit der Lohe ein schöner Trick ist bei denen und dann alles schneller geht und man dann zwischendurch auch noch ein bisschen Fisch bekommt. Brauche ich das nicht unbedingt. Ah, Zivilisation. Wenigstens etwas.
Dämmerwächter. Okay. Oh nein. Oh nein, hier sind die großen Vögel. Grauhabicht. Oh nein. Ah, schnell weg. Ich bin gar nicht da. Ah. Ich mag die absolut nicht. Alles Vogelvieh mag ich irgendwie hier nicht so wirklich. Vor allem nicht, wenn es hinter mir her ist. Sie haben uns gesehen. Nein. Ist das doch, was wir mal verteidigt haben? Das müssen Aufwärmen sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Ach, verdammt. Dann bleib hier, mein Guter. Hä? Ich bin doch abgestiegen. Oh, na toll. Ich helfe mir kurz. Jene. Eins verstehe ich nicht am Sonnenreich. All diese Schnörkel und Verzierungen überall. Das ist, ich hoffe, er lässt meinen Reittier stehen. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha! Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben. Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseramland? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie.
Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Ja. Nette Dame auf jeden Fall. Gucken wir mal. Nebenquest 17. Banditenversteck. Das ist... auf unserem Weg. Irgendwie. Ich würde sagen, wir erkunden hier erstmal noch ein bisschen weiter. Gucken, was wir auf dem Weg dann alles finden. Würde aber... gucken, dass ich noch bei dem Händler vorbeischaue. Lass mich durch! Muss zum Händler. So, wir haben Herzen. Herzen, Herzen, Herzen. Ach. Freunde steht immer da so, ja. Kannst du bei einem Händler eintauschen? Und dann denkst du dir so, ja, gut. Verkaufe ich alles vom Händler. Dann guckst du bei deiner Herstellung und denkst dir so, hätte ich das doch nur nicht verkauft. Ja. So ging es mir leider schon ein paar Mal. Den möchte ich mir jetzt noch einen behalten. Die hauen wir mal weg. Und Wächterherzen hebe ich mir auch noch eins auf. Ansonsten dürfte das alles wirklich nur Material sein. Genau. Hier will ich da was loswerden. Ist sonst ein bisschen zu viel hier. So, auf einem Blitz haben wir übelst viele. Mal ein bisschen auf die Werte gucken. Aber... können eigentlich auch weg. So, Verderbnis haben wir noch nie gebraucht bis jetzt. Aber ich lasse es, glaube ich, mal drin. Da haben wir schon aufgeräumt hier. Okay. Ich habe den ganzen Tag geschuftet. Mein Feierabendbier habe ich mir heute redlich verdient. Okay, sie trinkt Bier, alles klar. Wie rückständig. Die weniger wieder... Einfach das Duft durch. Ich finde hier einfach keinen Schlaf. Die Betten sind... ich würde da auch nicht schlafen können und mein Reittier ist tot. Super! Es geht schon wieder los. Es hat nicht mal 20 Minuten gehalten. Erbärmlich, wie ich mit meinen Reittieren umgehe. Was ist das? Ist es etwa ein Donnerkiefer? Oh ja, es ist einer. Voll danach aus. Dem möchte ich nicht so... Oh, sieht voll schön aus hier. Das ist aber bestimmt einer. Schade, ich ging von hier aus nicht gefokust. Aber gut. Ich wette mit euch, dass es einer ist. So groß. So, meistens einer. Wäre komisch, wenn es keiner wäre. Dann wäre das wieder irgendein Boss oder so.
Krass, dass neben der Wüste einfach gleich wieder Schnee liegt. Komisch. Komisch, wie auch verblüffend. So, jeder Safe-Point ist Gold wert. Würde ich sagen. Und Reinholz kann man auch nie genug haben. Es ist doch... Ist doch bestimmt einer. Hier lang? Nein, Gott sei Dank. Das brauche ich später noch. Könnte mal was probieren. Dein Ernst, das war daneben. Wollte doch nur mal was austesten. Okay. Okay. Ach, Kacke, verrissen. Okay, 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 okay. Ach, come on. Wir haben ja auf jeden Fall, schon mal, gut entwaffnet? Kann man das so nennen? Haben wir seinen Dingsbums entfernt? Ach, come on, als ob dein Schwanz da jetzt... Was? Okay, ich glaube, er hat keine Fernkampfwaffen mehr. Oh, doch, hat er noch. Ach, komm. Kann der brennen? Ich weiß es halt nicht. Aber ich glaube, was Waffen angeht, haben wir ihn schon gut eingeschränkt. Eigentlich... Ah, wollte ich den jetzt gar nicht killen. Obwohl es praktisch wäre. Schau schon. Tja, da... Ah, siehst du blöd aus ohne Waffen, ne? Eigentlich hätte ich seine eigene Waffe auch gegen ihn verwenden können. Hätte Fahrradkette. Aber... Da bin ich zu langsam mit. Not even close. Oh, 295 Damage. Ein Traum. Oh Gott. Dreh dich nicht so um. Ah, nein, 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 nein. Ich mache aber nur 84 Damage. Das ist irgendwie doof. Friss mich nicht! Nein, friss mich nicht! Oh Gott! Okay, 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 okay. Was? Du fettes Vieh. Ob man ihnen die Schwanzspitze noch abschießen könnte? Alter, wie mächtig ist das Mistvieh? Okay, 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 okay. Ja, I got it. Ja, 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 ja.
Huch, da ging's ja runter. Na, komm schon. Es brennt. Das ist gut. Das ist echt gut, dass er brennt. Ah, 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 ah. Oh, da... was? Als ob mich das noch getroffen hätte. Nein! Nein! Nein, 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 nicht so kurz vorm Ende. Ich bin so nah dran. Nein! Weg! Oh Mann! Nimm es! Nimm es! Oh Gott. Oh Gott! Im Himmel! Da war ich nicht. Da war ich fast. Oh Gott! Komm schon! Nein! Ich habe keine Munition mehr! Ich renne! Oh oh! Komm schon. Ja! Ja! Ha! Nice! Ich hatte zwar nichts mehr, aber... ah, ja. Ich freue mich. Eieiei. Cool. Also Echo-Pfeile sind echt gut. Es gibt aber auch noch eine wesentlich angenehmere Variante, diese Viecher zu töten, tatsächlich. Ich habe mir nicht die einfachste ausgesucht, aber eine einfachere. Ich habe keine Heilung mehr, ich habe nur noch mich. Yay. Perfekte Voraussetzung für die nächste Quest. Und ein Lagerfeuer wäre jetzt auch schön. Wenn man vom Teufel spricht.